Ja, okay. Ja. Während du deine Aufnahme startest. Ja, ich habe sie schon gestartet. Jetzt gerade, wie du gesagt Okay. hast, während du deine Aufnahme startest. Ja, gut. Ein paar Dinge. Erstmal, ich habe die Würfel, die Lebenspunkte-Würfel von den Monstern ersetzt durch Counter. Oh Der yeah. Undead ist eher schlecht. Wir werden es trotzdem mal ausprobieren. Wir Ich können habe ja gesagt, Würfel ist lesen. egal. Ja, okay, entschuldige. Jedenfalls, der Andi merkt keine Verbesserung, darf ich so formulieren. Außerdem habe ich hier, wenn ihr beim Tinkerer schaut, auch Counter genommen, um meine Erfahrung und meine Lebenspunkte anzuzeigen. Was? Das ist praktisch. Das finde ich sehr praktisch. Wer das auch machen will, sieht bei mir im Tisch in der Ecke noch weitere Counter, kann sich da bedienen, wenn er bei sich auch welche hinlegen Warte mal. will. Aber nicht nur du hast Counter. Auch der Andi hat schon einen Counter, Ja, oder? genau. Ja, der hat den Vorschlag angenommen. Und Und der Michi nicht offensichtlich. dem habe ich ihn noch nicht gestellt. Ja, lege mir hin, bitte. Ich Ja, muss schon okay. selber machen. Gut, Nein, kann ich nicht. dann bleibe ich Traditionalist, was das betrifft. Kann das Ding Ich nicht aufgeben. behalte meine roten und blauen Würfel. Das schaut dann nämlich aus, Nein. als wäre es tatsächlich ein Dings. Ich habe 16 XP, wisst ihr das? Ich bin so gut. Das ist irgendwie komisch. Entschuldige, ich habe die Dinge irgendwie gelockt und kann sie jetzt selber auch nicht nehmen. Das ist gut so. Mal schauen, was überhaupt meine Aufgabe. Ah ja, das war die etwas einfachere Aufgabe. Oh, ich dachte Aber schon. fangen wir jetzt eigentlich bei 0 XP wieder an, oder? Ja, Ja, genau. nein, Die ja, XP vom 16 letzten oder Mal die habt ihr ja XP auf vom letzten Mal, die eurem, auf stehen ja eurer eh auf dem Karte. Dings, auf der Karte. Ja, genau. Kann ich das Ding drehen? Nochmal, wie ist das gegangen? Ah, Eigentlich UE. cool, eh. Ja, hab schon. Und noch eine Sache zu den Countern, man kann direkt reinklicken in die Zahl und die mit Tasten auch ändern. Also es gibt Plus- und Minus-Taste auf dem Counter und die Null-Taste in der Mitte, aber man kann auch das einfach ändern. Okay, das Ich habe war's. gerade irgendwas Das gemacht. Ah. Das ist Ja, interessant. und dann gleich die Anregung, wenn ihr eure beiden Karten für die Runde habt, legt sie möglichst nah zum Spielplan hin, Gut sichtbar. weil sehen wir sehr gut, wenn alle so weit sind. Ach so. Denkt wieder Dann dran, die linke sollte ich mir Taste bestimmt jetzt eure, die meine linke Karte schon Taste bestimmt aussuchen, eure weil. Initiative. Ja, du brauchst jetzt nicht hetzen, weil wir wollen eh noch ein bisschen Strategie auch besprechen. Echt? Jetzt mal für alle gesagt, ganz wichtig, die beiden Kanonen, die oben und unten ziemlich weit auf der anderen Seite des Raumes stehen, haben Reichweite 5. Das erreicht, wenn ihr auf den Plan schaut, diese Punkte hier, da wo ich die drei Pfeile gesetzt habe. Naja, Da kommen sie gerade hin. außer sie haben Die plus Karten, eins. außer die Karten sagen was anderes. Ich glaube, das ist eine gute spät mit der Initiative dran zu sein in dieser Runde, Das habe ich mir auch weil dann gedacht. agieren die Kanonen vorher und die Banditen, die Guards kommen, sind auch außer Reichweite und wir werden vielleicht nicht angegriffen. Und das nächste ist, wir sollten uns auf jeden Fall überlegen, wir sollten in dieser Runde, glaube ich, die Kanonen, also die Bomben aufnehmen, die 5, die da liegen. Und wir sollten uns überlegen, wie wir sie aufteilen. Ich könnte theoretisch vier nehmen. Ich sag's nur. Ihr müsst mir sagen, welche ihr wollt, und ich nehme dir den Rest. Ja, rein Wir theoretisch könnte ich sollten natürlich es auch aufteilen. ein paar Also nehmen. ich würde Folgendes vorschlagen. Es tun alle für die Eventualität vorbereiten, dass sie vor dem Andi dran sind, dann können sie sich auf irgendwelche Bomben drauf bewegen. Und der Andi wird einfach dann, wenn er dran ist, alle, die noch übrig sind, mit seinem Wutbefehl aufklauen. Und wir müssen Also uns auf jeden Fall, warte mal, auf fast alle erreiche ich. Alle erreiche die ich eine, nicht. die du nicht erreichst, zeige ich jetzt an. Darf man das? Was? Das so direkt sagen, was man tun wird und wie viel und so, darf man ja gar Naja, nicht. du darfst deine Initiativennummer nicht sagen. Ich darf man keine Zahlen verwenden. Sagen wir es mal so. Wer welche aufklaubt, das kann man sich schon ausmachen. Man darf
Ja. Nicht sagen, ich habe Griff so, also Angriff 3 oder so, oder ich habe Movement 4 oder ich habe Initiative 52. Sowas da solltest du nicht sagen, aber du kannst schon sagen, wo du hast hinzuziehen. Ob das deine Reichweite ist oder nicht, solltest du nicht sagen, ob du noch weiterziehen könntest. Ja. Ganz kurz, weil ich Destroy an Obstacle habe, ja, dann ist das einfach irgendein Gegenstand, der bei mir um mich herum steht, oder? Ein Benachbarter, glaube ich. Ja. Und es muss diesen Obstacle-Rand haben. Und zwar, warte, ich zeige es an. Grüne. Jetzt sind wir auch einen Pfeil. Nein, lineal. Wie macht sie den Pfeil? Nur einmal kurz auf Tab drücken. Ja, genau. Ah, okay. Hey, ich kann das auch. Was super. Wir können Pfeile machen. Fühle mich Frage, wie ein kleines Kind. Frage. Ich sehe Wenn gerade, ich ich. habe ganz fürchterliche Karten eigentlich in der Hand für das, was du vorschlagst. Ich möchte euch was fragen. Ja, frag was. Regelfrage. Wenn ich einen von diesen Guards, wenn ich auf den zulaufe und ihn wegschiebe, kann ich, und dann landet er in der Falle. Kann ich dann gleich anschließend auf ihn draufhauen? Da ist keine Falle. Oder was immer das ist. Da Das ist ist eine eine Falle. Falle. Genau. Kann ich dann gleich auf ihn draufhauen? Die Falle ist dann eigentlich, er kriegt den Schaden, die Falle ist weg, dann steht er hier mit verminderter Lebensenergie. Dann könnte ich eigentlich auf ihn draufhauen, Naja, oder? ich schätze, dass du dann nicht mehr in Reichweite bist, weil dann ist es kein Nahkampfangriff mehr. Du hast ihn ja aus deiner Nachbarschaft Ah dann ja, weggeschoben. stimmt, bin ja weggeschoben. Aber deswegen nehme ich an, dass die Karte das gar nicht vorsieht, dass du nach dem Pine Attack machst. Ich nehme an, dass das erst ist und dann erst das Push. Und vor allem, eins hast du vergessen, du stehst dann in der Reichweite der Kanonen. Es war auch nur eine Regelfrage. Ja. Aber Aber wenn ich zum Beispiel eine Angriffsmöglichkeit mit Reichweite hätte, dann könnte ich ihn auch zuerst pushen und dann nur angreifen, wenn oder? die Reihenfolge auf der Karte steht, weil du bist immer ganz streng gebunden. Auf der Karte steht, das ist die vorgegebene Reihenfolge. Die Naja, darfst du nicht ändern. ich habe ja zwei Karten. Ich laufe hin, schiebe ihn weg und dann greife ich ihn mit der anderen Karte an. Ja, aber dann ist er halt weggeschoben. Dann brauchst du vermutlich einen Kurze Fernkampfangriff. Frage, Ja, Arten. macht ja Würde es nichts, uns was aber bringen, das wird gehen. wenn ich diesen Stein da entfernen würde? Kann schon sein. Müsst jetzt aber nicht. Du kannst Nee, eh, also ihr könnt ich eh glaube, durch da uns. vorne die Sachen zu entfernen ist sinnvoller. Ich glaube, wir können über diesen Stein relativ einfach drüber oder vorbei. Man kann ja Ich durch glaube, eine der durchgehen, Stein oder? interessiert uns nach der ersten Runde schon gar nicht Ja, mehr. ich würde den Wird nicht dann nie wieder entfernen. zurückgehen. Eher dieser Stein hier oder Na, dieser Stein, ich dieser habe einen hier vor Denkfehler allem. gehabt. Warte mal, ich habe einen Denkfehler gehabt. Eigentlich geht es darum, dass die. Entschuldigung. Man kann ja durch befreundete Charaktere durchgehen. Ne? Ja, genau. Also, deswegen. Moment, da muss Ich ich habe eine meinen. Frage. Kann irgendjemand von euch in dieser Runde eigentlich Windenergie herstellen? Nein, ich meine, ich könnte jetzt nachschauen, aber es wäre wahrscheinlich. Ich schaue mal nach. Oder wird das jemand Also, tun? Sagen wir es mal so. nee, ich werde das nicht tun. Gibt eine Karte, die würde ich ganz gern früher spielen. Relativ früh, und da wäre es gut, wenn ich Windenergie offen liegen hätte. Und das Problem ist, ich kann zwar selber Windenergie machen, aber da verliere ich die Karte, und die Karte ist eine, und das mache ich, da bin ich dann extrem nicht schnell, sondern ich kann mich sehr weit bewegen, sagen wir es mal so, und das interessiert mich jetzt in der ersten Runde eigentlich noch gar nicht. Also bei mir ist es generell, ich werde sehr selten initiieren. Ich bin ja mehr der technische Typ, das verträgt sich nicht. Ich habe eine einzige Karte, wo ich Erdenergie machen kann und das war's. Verdammt. Also, wenn es dir wirklich sehr wichtig ist, dann könnte ich das machen. Ich weiß nicht, ob's dich behindert bei dem, was du vorhast zu tun. Ich Behindern würd's. wird es mich jetzt nicht, nur Ja. zukünftig einschränken. Ich würde ganz gern eine Karte relativ früh ausspielen, weil die so eine Karte ist, die dann bei mir liegen bleibt oben.
Und es macht Sinn, die möglichst früh auszuspielen. Das bringt einen schönen Bonus, wenn wenn Windenergie da ist. Deswegen wäre das Verstehe. ganz nett. Das Problem ist, meine eigene Windenergie kann ich nur, also ich kann schon selbst Windenergie erzeugen, aber dafür muss ich eine Movement machen, die so weit ist, dass es jetzt wurscht ist. Da könnte ich quasi quer durch den Nicht Raum die Regel gehen. vergessen, René und alle, wenn man selber Energie erzeugt in seinem Ich Zug, weiß, darf man ja. die in seinem Zug nicht Ich nutzen. Ne? weiß, ich hätte sie erzeugt quasi und dann müsste ich aber nächste Runde, das heißt, der Move wäre sicherlich interessant, aber nicht in der ersten Runde, sondern in der zweiten. Das heißt, die Karte, die ich jetzt in der ersten Runde spielen möchte, könnte ich, wenn ich es mal selber erzeuge, erst in der dritten Runde spielen. Deswegen war auch die Frage, ob irgendjemand Luftenergie erzeugen kann oder Windenergie, keine Ahnung. Weil Na, wenn er jedenfalls das weißt du, macht. dass du dich in der Zukunft in Andi wenden brauchst, deswegen. Also zumindest habe ich das so verstanden, dass der Michi das auch nicht hat. Also, ich habe jetzt zwar nichts davon, aber ich werde es tun. Also, es schränkt mich ein, aber es wird Wind geben, nachdem ich dran Bedenk bitte auch nachdem immer, ich dran war, aber ich komme recht spät dran. ja, wenn du die Windenergie erzeugen willst, dann musst du auch wirklich diese Hälfte der Karte nutzen und nicht die Standard, also zwei Angriff oder zwei Bewegungen, sondern wenn zum Beispiel die Karte Ja, danach ja. entfernt werden muss, dann müsste sie entfernt werden. Ja, alles Ja, klar. dann werde ich auch schauen, dass ich möglichst spät dran bin. Okay. Also weißt du was? Ich werde wahrscheinlich mittelfrüh dran sein oder mittelspät. Es sei denn, die Reichweite der Kanonen wird erhöht. Aber das Nein, ist. weil wir decken unsere Initiative zuerst auf und dann decken wir erst die Monsterkarten auf. Oh Gott. Du bringst mich da ganz schön in eine Petrouille mit deinem Wind. Ach so. Es tut mir leid. Ja. Naja, wenn du nicht magst, dann lass es. Du, das Szenario ist noch relativ lang. Also, wenn du die Karte dann erst im zweiten Zug. Ja, möglicherweise. Dann fange ich anders an. Aber Naja, du, der Wind das Problem wäre ist, ich dann. möchte, dass die Karte. Na, mein Problem ist, ich kann ja Karten wieder zurück aus dem Grave holen. Die Karte kommt in den Grave, nachdem ich es verwendet habe. Ich kann sie viermal verwenden, dann kommt sie in den Grave. Dann Sie kann ist ich sie lost, zurück. meinst du, ja? Ja, genau, oder so. Dann kann ich sie zurückholen quasi und kann sie noch einmal spielen an und für sich. Verstehe schon, ja. Und ich meine, ich weiß nicht genau, wie lange wir spielen, aber die Karte zahlt sich eben aus, wenn du eine gewisse Rundenanzahl spielst. Und das war So. meine Intention dahinter. Ich mache das jetzt. Ich komme mittelfrüh dran oder Okay. mittelspät und ich werde bei Wind erzeugen. Na dann machen wir das so. Dann lege ich diese Karten. Wir legen wieder links die wir zuerst spielen, Ja. oder? Weil dann lege ich sie erst gar nicht übereinander. Ich sehe nämlich gerade, der Michi hat das auch gleich so gemacht. Okay, passt. Wir decken mal unsere Linke auf. Ja, der Anfang, das ist. Wir Vom denken noch nicht die Prinzip rechte auf, her. oder wie? Aber im Prinzip schon. War das schlimm, dass ich meine rechte auch gleich aufgedeckt habe? Ja. Ja? Gibt es eine Regel, die ich Immer. nicht kenne noch? Aber wieso brauchst du Windenergie? Da brauchst du doch nichts Windenergie bei dir. Was? Oder bist du. Doch, doch, die 25er Oh ja. Karte, schau dir die an. Die ist ziemlich cool. Ich krieg plus 1 auf die Attacke, außer wenn ich sie ausspiele, habe ich Ah, Windenergie, alles dann kriege ich klar. plus 2 auf jede Okay. meiner nächsten 4 Attacken. Das ist schon um einiges besser. Das heißt, ich habe insgesamt Ja. plus 4 Schaden statt Ja, das ist wirklich also plus wichtig. 8 Schaden statt Ja. plus Also 4 René, da Schaden. hättest du nichts sagen brauchen, wenn du nicht willst. Ich halte das für sehr wichtig und eine gute Sache, dass du das abgestimmt hast. Okay, die Guards fangen an. Die haben nämlich 15. Aber sie bewegen sich nicht. Bunkern sich ein mit So, Shield das habe ich mir gar nicht angeschaut, was 1 die Guards machen. Und haben Poisons. greifen mit Angriff plus 0 an und vergiften. Da Sie aber regen keiner sich nicht, irgendwo sie windeln sich ein. bei einer Wache benachbart ist, passiert gar nichts. Außer, dass wir uns daran erinnern, dass sie plus 1 Shield haben, wenn wir sie angreifen sollten. Okay.
Die Artillerie haben 71, das heißt, sie sind nach Andi und, glaube ich, Michi dran, Genau, wenn ich ja. in Erinnerung habe, aber vor dem René und mir. Das heißt, was wäre es früher, Andi oder Michi? Wer auch immer, fängt dann an. Nee. Ja, das 57. Hey, lass meine Karte. So, ich habe 54. Fange an. Also, ich bewege mich um ein Feld. Und erzeuge Wind. Insert your Farbe hier. Kann das nicht machen, das musst du machen, Hartmann. Kann die nicht bewegen, diese Eine Chipbombs. Ja, Ja. manche Dinge sind gelockt, muss ich dann anlocken, jetzt soll's gehen. Jetzt geht's, ja. So, Wind ist jetzt da. Ich habe mich jetzt daher bewegt und jetzt loote ich. Ihr müsst mir sagen, wie viel ihr haben wollt. Ich glaube, da hast du jetzt keine Wahl. Du lootest wirklich alles in Reichweite 1. Das heißt, ich krieg vier, weil ich stehe auch noch auf einem. Ja, kannst du alle vier nehmen und auf deine Character Sheet legen, bitte? Muss ich das echt machen? Gut. Ja, Damit und ist während du klar, was das ich spiele. machst, danach ist dein Zug beendet. Du wirst die beiden Karten noch auf den Discard beigeben und der Michi kann inzwischen seinen Zug haben. Kannst du sie Sind die auch bitte gelockt? Ja, anlocken? entschuldige, Ja. ich unlocke es. Auch der, wo ich draufstehe. Okay, sollte jetzt gehen. Das werde ich vermutlich, ich sag's gleich, auch bei anderen Gegenständen auf der Karte machen müssen. Ich vermute, dass die alle gelockt sind. Also wenn wir soweit sind, dann denkst du dran. Greift den Elite Guard an. Guard 1. Das wirst du nicht können. Line of Sight, bitte, jetzt beachten. Line of Was Sight war beachten, da haben wir letztens drüber für? geredet. Das ist ein Schiff. Ja und? Das hat auch Wände. Das ist wurscht. Wir haben letztens gesagt, Das ist dass das eine eine Wand ist. Ich Wand. habe extra gefragt, letztens sogar. Scheiße. Also Okay, da drüber das ist siehst mies. du. Du kannst Okay. von da, kannst natürlich drauf schießen, aber. Aber warte, warte, warte. Ah, das geht sich doch aus. Schau mal her. Du kannst, also den kannst du nicht erreichen, oder kannst du den Nein, aber erreichen? es Ich stimmt, bin den den Elite da. 1, den sollte er erreichen können. Du kannst, du musst nicht Ja, er kann viel. beide erreichen. Diese beiden Guards, er, du bist Kretschhardt, gell? Ja, Craig hat Du recht. kannst beide erreichen. Kein Problem. Den kannst du erreichen Okay, warte und mal, wie machen wir das? Ah, das wollte ich nicht. den kannst du erreichen. Andi Ja, hat recht, ja. beide sind Gut, erreichbar. wie macht ihr das? Ihr habt es offensichtlich vorher gesprochen. Wie macht ihr das Lineal? Lange auf Tabulator oben bleiben. Ja, ach so. Oder man drückt auf das Line, was da daneben ist, nehme ich mal an. Ha. Genau, ja. Yay, auch Linien kann ich ziehen. Na gut. Ich bin so Cool. groß. Also, wo wir Wie kann das ich das jetzt geklärt rückwärts haben, tun? dann wäre ich jetzt, also ich spiele zuerst die 57er aus unten. Ja. Dass ich bekomme bei 5 vielleicht? Angriffen plus ein Attack dazu. Bei Ranged Attack. Ah, Die verdammt. Karte, die hilft mir ganz kurz Ach so, mal. geht das wieder. Das Zeichen So, mit der warte, warte, Karte. sorry, ich habe den Regeln nämlich was nachschauen wollen. Warte mal. Ja. Deine Karte, die Karten. linke von mir. Schau dir die mal an, das Zeichen unten bedeutet einfach nur, dass ich sie. Weiß nicht, was soll das Nein, heißen? das heißt, dass sie einmal in oben oberhalb deiner Player Character Sheet hingelegt wird und für diese ganze Runde gilt. Und am Ende der Runde wird sie dann discarded. Okay. Gut, also ich fülle es aus, ich habe plus 1 Attack. Zweite Karte führe ich aus, die bringt mir Range 5, Attack und Immobilize. Ja, wenn ich Naturmagie verwenden würde, habe ich nicht. Mit mache ich nur 2 Schaden. Plus 1, das heißt, Na, dann schwimmt die drei Säcke. Schaden, ja, und die Mobilize und keine Erfahrung. Genau. Okay, Das dann heißt, ich ziehe eine Karte, Karte. genau. Ja, super. Optimal. Macht's. Hast du gesagt, welche du überhaupt angegriffen hast? Hier gerade eins gleich am Anfang. Na, dann machst du null Schaden. Drei, wieso null? 3 minus 1 ist einmal 2 und dann hat die Guard an sich schon Schild 1, die Elite Guard, Ach, und durch die verdammt. Karte hat sie nochmal Schild 1.
Ja, stimmt. Okay, das war mal X. Ein Satz mit X. Gut. Der gute Wille zählt. Ja. Genau. Die Kanonen sind dran. Die haben aber allerdings mit Reichweite 5 keinen von uns, Nein. den sie erreichen können. Und damit ist auch ihr Zug schon jetzt beendet. Finde ich gut. Wer ist jetzt dran? Hartmut, du oder ich? Ich habe 74, also ich bin vorher, glaube Ja. ich. Nimmst du die Knarre? Den letzte, die, was heißt Knarre? Die letzte Kiste? Oder soll ich sie nehmen? Hallo? Du musst auf den Knopf drücken, Hartmann. Achso, entschuldige, meine nächsten 4 Heilungen werden halt wirksamer sein. Das andere. René, Ja? du hast nicht, wer von uns eher dies nehmen sollte. Ich glaube auch nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Ja. Hast du, wenn du jetzt frei dich irgendwo hinbewegen würdest, hättest du ein besseres Feld als genau auf diese, immerhin, du musst bedenken, Nein, von nein, der also ich weg hätte mich kommst du, irgendwo musst du um entweder diese Falle direkt hinter, herumgehen ich dann. hätte mich entweder direkt hinter die Brut gestellt oder daher, was ich eigentlich nicht will, weil ich da in der ersten Reihe bin, oder eben da auf das Ding. Aber mir ist das vollkommen egal, ob ich das Ding nehme oder dir überlasse. Du hast auch Bewegung 3, hast du, gell? Weil Ja, das habe brauchst ich. du, um hinzukommen. In dem Fall Ich habe sogar 4 und überlege Jump. ich mir, nein, ich werde mich eher vorne jetzt hinstellen, auch aufs Risiko hin, dass ich angegriffen werde. Also ich werde es nicht aufnehmen, aber ich stelle mich schon weit nach vorne hin, damit ich schnell in den Raum rein kann. Das wenn ich es dann überlasse dir, die, ja? Nachdem Also ich ich. bewege mich 2 Felder zwischen dem Brute und dem Crackheart hin. Okay. Gut, dann bewege ich mich dahin. Das kann ich ja eigentlich gleich machen. Ich nehme diese Kiste auch gleich, wenn es euch genehm ist. Und das, was. Hartmann? Ja. Also, Na, das war ich jetzt habe nicht jetzt gut. 4 Kisten. Und wenn ich jetzt meinen Zug mache, spiele ich 2 Karten aus. Und die Kisten sind aber noch eine Extra-Aktion quasi. Nein, es wird dann so sein, wenn du eine Karte nutzt, also wenn du deine beiden Karten, diejenige, von der du die obere Aktion nutzt, da hast du die Option, statt der oberen Aktion oder des Angriffs 2, das du sonst nehmen kannst, stattdessen eine deiner Bomben zu nutzen. Das ist dann quasi die obere Aktion irgendeiner Karte. Die Karte wird dann Verstehe. einfach normal discarded, die Bombe wird verbraucht und du machst diesen Angriff 6 über Alles 4 klar. Felder. Alles klar. Ich habe nur eine Frage, wie würde ich das markieren, dass ich jetzt plus 2 statt plus 1 habe auf die Attacken? Du nimmst auf jeden Fall, immer wenn du diese Karte spielst, einen Marker von dir und legst ihn jetzt entweder Und hin, wo das. das plus 2 steht oder wo das plus 1 steht, legst ihn einfach drauf auf die Karte. Okay. Dann mache ich das da. Fast schon hübsch. Ja? Gut. Und War das die abdem ich Voice über die das Karte, René? Ding das erste Mal verwendet habe, nehme ich noch einen zweiten und lege ihn einfach da drauf. Oder wie sehe ich das? Ja, genau. Nein, du nimmst jetzt schon einen zweitnächsten. Das ist übrigens für alle bitte wichtig. Generell, immer wenn ihr so eine Karte spielt, in dem Moment, wo ihr spielt, legt ihr den Marker schon auf den ersten Kreis. Wieso? Weil mit der ersten Nutzung wird es um 1 weitergezogen Ah, und okay, mit der klar. vierten Und mit Nutzung der zieht es vierten dann Nutzung ziehe ich vom es daher. letzten Naja, Kreis runter und okay. das war's Ist dann, okay. ja. Ist okay. Kann ich leben Und die mit. Erfahrung kriegt man immer dann, wenn man wegzieht von Ja, einem Feld, wo das der habe ich mir fast Erfahrungspunkt drauf gedacht. steht. Damit war die erste Runde fast praktisch abgeschlossen. Also eure Karten weg, wo sie Warte mal, er hingehören, also auf verbraucht Discarded ein oder. Windkraft, oder? Er hat dafür ein Windkraft verbraucht. Ja, das stimmt, Richtig? ja. Nein, Stimmt. Windkraft geht auf 0 runter, Die wenn er geht jetzt es auf 0, verwendet. weil es geht ja um Ja. 1 weniger. Aber René, die Karte ist voll super. Also das mit plus 2 auf alle Attacks, auf 4 Attacks jetzt zu haben, das ist super nötig. Ja, schauen wir Dann mal. passiert nicht so was Erbärmliches wie von Michi gerade. Ja. Ja, schauen wir mal. Ich hab auch Karten, wo drauf steht, mach keinen Schaden. So.
beide Monster Ability Cards werden, oder die Decks werden gemischt, weil ich zweimal jeweils gezogen habe, dass das auf den Karten drauf ist. Und das war die Runde. Aber ich glaube, also, jetzt kommen wir nicht drum herum, dass wir angegriffen werden. Wahrscheinlich eher nicht. Ich sage euch, was ich jetzt vorhabe. Ich werde jetzt den Elite 1 Card in eine Falle hineinschieben und dann eine Bombe werfen auf eine der alten Artillerien. Das Blöde ist nur, super. Das Blöde ist nur, ich bin dann von allen in der Reichweite, Schussweite. Also wenn ihr irgendeinen Gegner ausschalten könnt. Also ich werde schauen, dass ich spät drankomme. Ich werde ein Movement nehmen und eine Einzelheilung und schauen, wer es braucht. Ich werde es brauchen, weil ich werde jetzt von 3 oder 4 Leuten angegriffen werden, wenn ich das Nein, mache. Wirst du nicht. Wirst du nicht. Okay, gut. Ich habe mir gerade überlegt, wir werden den Schaden ein bisschen aufteilen. Du kannst nach unten ziehen und ich ziehe nach oben. Nach unten und nach oben. Ich weiß nicht, was du meinst. Wir haben diesen Raum. Ja. Du kannst eher schon, dass du in den unteren Bereich reinkommst. Mit unten und oben müsst ihr aufpassen. Da haben wir dich auf einer Seite des Tisches und ihr beide darin. Also, Entschuldigung. Auf der anderen. Entschuldigung. Ich habe jetzt noch eine Regelfrage. Genommen, ich laufe jetzt auf den zu und sagen, ich muss jetzt genaue Zahlen nennen, weil sonst ist die Frage. Ja, nein, du kannst ja. So. Angenommen, ich habe einen Move 3 und dann einen Push 1. Wenn ich jetzt auf ihn zulaufe, ja, kann ich dann 3 laufen und lande hier und er ist weggepusht? Oder muss ich hier stehen bleiben nach 2 Feldern und dann wird er weggepusht? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Aber wenn du mehr als 2 Bewegungen hättest, dann würdest du die Bewegung einfach nicht voll nutzen. Obwohl ich dann einen Push habe. Ja, du machst zuerst eine Bewegung, weil das steht als erstes auf Warte. Und das heißt, ich muss nach 2 Feldern stehen bleiben. Es geht gar nicht, dass ich 3 Felder laufe. Naja, weil hypothetisch, wenn das hier nicht ein Wasser wäre, also ja, könntest du auch daher gehen. Ich könnte auch ins Wasser laufen. Nur dann könntest du nicht in die Falle pushen. Ja. Und außerdem fürs Wasser brauchst du 2 Bewegungspunkte, um zu kommen. Ich werde auf jeden Fall jetzt auf diesen Endgards losgehen und dann eine Bombe werfen. Also bei mir ist auch relativ fix, ich werde mich sehr spät oder relativ spät, ich werde eine Heilung parat haben. Das heißt, einer von euch kann ruhig in den Raum rein und ein bisschen Schaden nehmen. Ich werde ziemlich viel heilen können, mit Reichweite auch. Schaden ist gut. Das sind 2 Artilleries und 2 Bandit Guards. Ich habe dann auch noch sehr viel Bewegung, also bin flexibel, wo ich mich dann bewege. Tja, ich weiß nicht genau, wie ich das anstellen soll. Ich habe irgendwie zu wenig Karten zur Verfügung. Bitte für euch alle als Hinweis. Ich habe eine Karte, die kann ich zwar nur einmal einsetzen, mit der kann ich einem benachbarten Verbündeten alle seine Karten aus dem Discard-Pile zurücknehmen lassen. Die habe ich immer parat. Einmal im Szenario kann ich die nutzen, möglichst spät natürlich, aber wenn es erforderlich ist, auch früher. Denkt dran, wenn sich die Situation ergibt, dass ihr mich darauf anspricht. Und bitte behaltet immer eure Gegenstände im Auge, ob ihr die nutzt. Also jetzt, wenn ihr in den Raum hineingeht, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, die Gegenstände zu nutzen, die mit einer langen Rast zum Beispiel wieder zurückkommen. Sprich eure Rüstungen. Warte mal, wenn ich... diese Dinger, diese Löcher da auf der Karte, sind 2, oder? Nicht eines. Das ist, glaube ich, eines. Das habe ich, hab ich mich auch schon gefragt. Aber ich glaube, wenn du ein Eck davon mit deiner Karte vernichtest, dann kommt das ganz weg. Okay. Dark Pit heißen wir Dinger übrigens. Müssten wir nicht auch eine Aufgabe nehmen, so eine Karte? Die haben wir eigentlich schon letztes Mal genommen. Habe ich die auch? Tatsächlich. Da liegt eine. Was ich jetzt machen werde, lustig oder gut ist, aber ich mach's einmal. So, warte mal. Wollte ich das als erstes spielen?
Ja. Gut. Also ich werde möglicherweise mich selbst schützen, je nachdem, wie ihr drankommt und wie auch die anderen dran sind. Sonst bewege ich das nämlich, sonst bewege ich mich vielleicht eher und einmal drauf schießen. Mit einem nicht zu mächtigen Schuss. Sollte irgendjemand Feuer machen von euch diese Runde, wäre es schön, wenn er vor mir dran ist, und wenn nicht, dann habe ich das halt Ganz nicht. kurzer Einwurf, ich habe jetzt noch in den Regeln nachgeschaut. Beim Befehl Loot steht: A Loot X Ability allows a character to pick up every money token and treasure tile within range X. Das ist nicht eindeutig, aber es klingt für mich danach, dass man nicht alles aufnehmen muss, was da ist. Das heißt, wir könnten, finde ich, wenn wir wollen, das noch so rückgängig machen, dass der andere das übrig lässt, wo ich noch draufgegangen bin. Weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Auf Das jeden Fall. Dann machen wir das Wie war noch. das Auch mit dem Ande, ist das Trade? okay? Ja, dann gebe ich dir eines, oder? Ja, bitte. Wie war das mit den Bomben? Die können wir einsetzen. Wie können wir die einsetzen noch einmal? Statt der oberen Aktion. Die wird Ah, einfach ja. discarded, dann die Karte. Okay, Man ja. kann auch nur eine Bombe dadurch einsetzen. Man kann übrigens alternativ mit der Bombe auf dieselbe Art und Weise, oberer Befehl einer Karte, immer ein Obstacle in Reichweite 4 einfach vernichten, wenn man will. Das ist die zweite Option. Entweder ist Angriff 6 über Reichweite 4 oder Obstacle vernichten, Reichweite 4. Gut, ich Also glaube, wir haben alle unsere ich, Karten. genau, ich würde. Ja? Na gut, dann Warte, macht ich habe noch nicht, Achso. ob ich früher oder später drankommen will. Ich überlege mir das gerade. Also ich möchte den hier wegschieben. Das heißt, ich sollte eher früher drankommen. Naja, du musst Ich bedenken, bin wenn du eins hinter später dem, dran bist, kann es sein, dass er sich schon wegbewegt hat. ja, eben, eben. Pflanzenmonster. Nur, wir haben vorhin gesehen, andere, die haben auch Initiative 15 zum Beispiel. Also es ist nicht gesagt, dass du wirklich vor ihm drankommst, Alles außer da ist klar, etwas wirklich ganz Niedriges. ich habe meine Entscheidung getroffen, passt schon. Na gut, dann decken wir die Initiative auf. Ich habe 74. Ich habe 18. Ich habe 36. Andi, René und dann der Und jetzt müssen wir die Monster noch schauen. Ja, machst du mal an. Genau, warte mal. Da legen wir es her. Umdrehen. Hat er 35, oder? Ja. Und 46. Also ich komme als Erster dran. Gut, ich mache das dann mal. Schaut euch Warte. mal die Kanone an, also was die machen. Das sollten wir bedenken. Oh Gott, was Die machen machen die? Flächenschaden. Also Minus 1. erstmal müssen wir aufpassen, wie wir stehen zueinander, dass die Kanonen möglichst immer nur einen von uns erwischen. Und das Immobilize berücksichtigt bitte. Das heißt, ich kann mich nachher nicht bewegen. Das gilt dann für deinen nächsten Zug, wann auch Okay. immer der ist. In dieser Runde oder in der nächsten wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich in der nächsten Runde, weil du so früh dran bist. Passt mir aber gut. Ich mache das, weil ich kann beide Kanonen erreichen von dem Platz. Oder kann ich das? Eins, zwei, drei. Ich kann beide Kanonen erreichen von da, wo ich stehen bleibe. Bleibe ich nächste Runde, stehe ich einfach immer noch Sind dort. eigentlich die Wachen, wenn sie Ganz 35 kurz haben, nur. Ja, der Spieler vorm. ist immer früher dran. Das heißt, auch Okay. so knapp ihr beisammensetzt, der Michi ist dran, dann sind die Wachen dran und dann ist der René dran. Okay. Also, ich mache meinen Zug einmal. Ja, mach das. Ich fahre hierher. Genau. Und schiebe ihn da rein. Plauf. Weil ich einen Push habe. Der ist quasi auf der Falle. Okay, ich räume die Falle weg und jemand gibt dem Bennett Guard Elite 1 3 Lebenspunkte. Er verliert 3 Lebenspunkte. Ja. Okay. Das Außerdem ist er jetzt Bennett. vergiftet. Wieso Denn ja, vergiftet? im Szenarioheft steht, dass alle Fallen Poison Traps auch sind. Ah Das ja, heißt, genau. 3 Schaden und er kriegt ein Giftgun. Hier, ich gebe ihm einen Giftmarker. Ja, Der hinten. kriegt einen Schaden pro Runde, oder wie? Nein, Gift funktioniert nicht so. Ein Schaden pro Runde ist übrigens Wound. Das gibt's auch. Poison funktioniert so. Jeder Angriff auf ihn macht einen zusätzlichen Schaden. Das ist der erste Nachteil, den man hat, wenn man poisoned ist. Und der zweite, und der ist ziemlich krass, nämlich auch wenn wir mal vergiftet wurden. Wenn man geheilt wird,
kriegt man keine Lebenspunkte dazu, sondern das Einzige, was Heilung macht, ist, dass der Poison-Marker wegkommt. Also wenn man Okay. geheilt werden will, muss man zweimal geheilt werden. Das erste Mal, um den Poison-Marker wegzukriegen, und das zweite Puh. heilt wirklich. Also passt auf, Leute. So, und jetzt werfe ich eine Bombe auf den hier. Ist eigentlich egal, welchen. Ist euch eine von den beiden Kartonen lieber? Wir mögen sie alle nicht. Also die auf unserer Seite ist, Ande, dürfte Ja? schwerer zu erreichen sein, wenn du mal schaust. Das Da heißt, ich sind werde dir mal wirklich anschießen. zwei Fallen davor und zwei Obstacles. Die Frage ist halt, also die werden wir generell nur mit Fernkampfbefehlen erwischen. Ich Dann nehme an, wenn werde ich du sie jetzt mal. halbwegs normal ziehst, dann reicht ein zweiter ordentlicher Angriff, um sie zu. Ja, mache jetzt 6 Schaden auf jeden Fall. Das Nein, tust du heißt, nicht, das ist ein ich Angriff muss. 6. Wenn du einen Patzer Ja, ich weiß ziehst, schon. dann Alles ziehst du einen klar. Patzer. Alles klar, plus 2. Wow! Angriff 8. Ja, das steckt sie ein. Das heißt, ein Leben hat sie noch. Warte, welcher ist das? Das ist Das ist Elite die 2. 2, ja. Wieder ist. Warte mal. Hier ist das, gell? Genau. Ich hätte jetzt nur noch ein Dings. Leider drückt. Ich sehe leider nichts, weil das Play-In drückt. Ja, genau. Jetzt hat sie 11, aber 11 hat sie Ich nicht. wollte mit dem Textbefehl ändern, das dürfte aber die dürfte zwei Dauer noch gehabt Jetzt haben. hat sie eins, passt. Ich habe auf 1 Ja, ich gestellt. habe. Michi, wir haben beide darum gedrückt. Schade. Ja. Ich hätte sie gern erledigt. Auf Ja, einmal. plus 3 hast du, glaube ich, nicht im Blick. Ja, leider. Double Damage wäre es gewesen. Aber es war schon mal ganz gut Das ist jetzt. ein wirklich guter Start. Der Michi soll sich was abschauen. Ja. So. Leider Jetzt schießt sie noch. 35. Das heißt, ich bin vor dem Guard dran noch. Ja, genau. So, ich verwende meine Karte wieder nämlich. So, dass ich Jump und 5 laufen kann. Puh, das ist insofern, die Karte wird ist lost. Was, ja, was soll ich tun? Ich komme Ja, okay. nochmal dran. Aber ich komme daher, ja, weil ich Jump habe. Ja? Ja, genau, setz mal hin. Kannst du noch mal kurz hinzeigen, wo du am Anfang des Zuges warst? Da. Ja, War ja nur passt. vier Super. Felder eigentlich. Eigentlich Ja. nur vier Felder. Ja. Ja? Und dann spiele ich meine Attack 3 aus. Plus, Das dass ich ist. wie Natur erzeuge. Weißt du, wie genial das ist? Das sind ein paar Dinge super. Das erste ist, die Guard hat jetzt Fernkampfangriff. Die wird nicht angreifen, aber wird Disadvantage haben. Das hast du vorher nicht gewusst, aber das hat sich jetzt ergeben. Das ist wirklich geil. Stimmt, ja. Und sie kann auch, sie wird auch nicht in die Falle hüpfen, aber normalerweise springt sie und fällt zurück, ne? Ja, aber sie kann es nicht, weil sie nicht in die Falle reingeht. Genau. Sie hat sonst kein Feld, wo sie hin kann. Ja. Und, okay, na, ich greife jetzt mal an mit 3 und ich mobilize sie Ja. auch noch. So, schauen wir, was diesmal dabei ist. Tipp, na, plus 1 ist Okay, 4. 4 ist sie Elite. Warte. Nein, das ist Non-Elite. Ja, dann kriegt sie auch 4 Schaden. So, hab nochmal 3 Leben. Das heißt, ich krieg 1 Erfahrung. Ja, die Karte ist los. Und die Bandit Guards sind jetzt alle dran. Der Vorteil ist, jetzt stehe ich auch ein bisschen, jetzt bin ich, ich bin jetzt sogar ein bisschen weiter vorne. Ja, aber der Ande war früher dran, das heißt, Bandit Guard 1 und sie ist jetzt dran, wird den Ande Aber die wird angreifen. auch, die kann auch nicht durchs Wasser durchgehen oder auf mich Das losgehen, muss sie auch bewegt sie nicht, sich. weil sie einen Ranged Attack macht. Ja, genau. Die macht einen Ranged Attack, kann also euch beide erreichen, ihr seid auch gleich weit weg, deswegen zählt die Initiative. Und das Genau. ist der Brute, der war früher dran. Ja, und die Und der wird. Kanone werde ich dann halt fressen. Aber das ist okay. Ja, wie gesagt, es kommt eine Heilung von mir. Wer auch immer von euch beiden mehr einsteckt, wird von mir geheilt werden. So, schauen wir uns mal an, was die Bandit Guard so an Schaden macht. Ich glaube, sie hat Schaden 3. Was sagt die Karte? Das ist ja, Sie reden von dem, ist eine Elite. Und der macht dann quasi 3 Schaden. Genau, Drei 3. Schaden. Ich ziehe eine Karte. Hat auch 2 Bewegungen. Bewegungen haben die Aber er nicht. braucht sich Move nicht müssen. bewegen, weil er Ja, Range 2 genau. hat. Ja. Ich habe eine plus 1 gezogen, das heißt, Michi, du steckst 4 ein. Ich steck Wie 4 viel da ein, an dir? Ah, der Ande, entschuldige, ja. Übrigens, ich habe es vergessen, ich habe es jetzt noch nicht mehr gesagt, aber für euch beide vom Zug
Es wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, eure Rüstung zu aktivieren in eurem Zug, wenn ihr meint, so Ah, viel das lange hätte ich dürfen wir machen jetzt nicht. wollen. Ich hab's vergessen. Dann, nein, wir So. machen es noch. Wir machen es einfach noch. Weil Den das war Rest, klar, dass ich das machen ja. wollte. Du kannst absehen, dass du angegriffen wirst. Ja. Also Genau. Taps bitte. So, das heißt, Jetzt, ich ich ziehe noch habe eine zweite Erdbeer Karte jetzt. entwarnt, Ich ziehe 20, eine genau. zweite. Ja, ziehe eine zweite. Hey, hey, hey. Okay. Ist Nochmal so. plus Vier eins. Vier Schaden. Schaden. Okay, Bennett Guard 2 steht hinten in der Ecke. Und greift mich an. Ja, Na, erst natürlich. bewegt sie sich. Ja. Ich glaube, zwei Felder kann sie nur, oder? Nein, Nein, sogar nur eines. eigentlich nur Sie hat. zwei, aber nur eines wegen der Karte. Genau, sie bewegt. Wer ist ihr Fokus? Eins, zwei, drei, vier. Der Ande, weil sie den besser erreichen kann mit vier Bewegungen. Hat man sich vielleicht ein Feld? Ja, So, es macht keinen bitteschön. Unterschied. Er Okay, du hast kann recht. Ja, sonst Michi, können. entschuldige. Macht keine Wissenschaft Okay, draus. Bennett Guard 3 macht einen Fernkampfangriff mit Disadvantage auf den Michi. Ich ziehe zwei Karten. Auf den Andreas, wieso auf den Michi jetzt? Weil ich davor stehe direkt. Okay. Der nächste Erste. Also, definitiv. Ja, passt schon. Okay. Ben 0, ja, minus Er 1. kriegt minus 1. Heißt, zwei Schaden. Es wäre 2, weil es keine Elite ist. Minus 1, Achso, ein ist Schaden bleibt übrig. ein Schaden, genau, ist ja Das ist klar. eine Ah normale Bennett ja, Guard, genau. keine Ja, Elite. genau. Ah ja. Also ein Schaden bitte für den Habe Michi. ich. Ja, hab Und die Guards sind fertig, der René ist dran. Ja, nachdem die Guards jetzt weiter hinten stehen, mache ich Folgendes. Ich mache mal meine Frost Armor. Die lege ich daher. Du die untere Hälfte von Ja, Frost die Armor meinst untere du? Hammerhälfte. Gibt es einmal den blauen auf. Ja, wir haben Eis im Raum. Wir haben Eis im Raum. Und die nächsten zwei Schäden kriege ich nicht ab. Gott sei Dank. Das Ah, ist sehr sehr gut, du kannst tanken. Ja, das Problem ist, ich muss jetzt da die oberen nehmen und ich kann nicht angreifen, weil sie zu weit weg sind. Ja, die Genau. verfehlt. Die verfällt quasi. Du, eine Bombe kannst du auch nicht werfen. Naja, schon, aber ich Halt. weiß nicht, ob das Sinn macht, eine Bombe auf den Garter zu werfen, weil der ist eh schon bedient. Der hat schon, wie viel hat er nur noch? 6 Lebenspunkte. Ich weiß nicht, seid ihr der Meinung, Ich dass er rege den. Folgendes an, René. Ha? Ich re rege Folgendes an, dass du die Karten nutzt. Was? Dass du die beiden Karten umgekehrt, dass du bei der Den Frost Move Armor den Angriff zwei. nimmst und noch wartest mit im Mache und dich halt hinten hältst und Move 2 nimmst Achso. vom Flamestrike und dann Angriff, ein Fernkampfangriff mit Frost Armor. Genau, Nur aber überlegen, ob das sinnvoll ist. Naja, das Bekommst Problem ist, ich keinen müsste mich Schaden. da herstellen und das heißt, ich krieg den Schaden von der Artillerie auch ab. Ja, das stimmt. Nein? Nein, Achso, da. Doch, doch. Nein? Stimmt. Naja, Ja. achso, er weiß nicht, wen greift die Artillerie an? Die Artillerie, die Einser, greift 1, 2, 3, 4. Die greift die Brute an. Achso, ja, das stimmt, ja. Ja, Der und Einser, das heißt, den ja. Schaden von der Artillerie 2 würde ich mit abkriegen. Und ich habe recht wenig Lebenspunkte, muss ich dazu sagen. Nein, weil Greyguard wird erreicht von Elite 2 und du bist nicht drinnen Ja, wir reden von im. Elite 1, glaube ich, oder? Ja, wir reden von Ja. Elite 1, weil der, Ah, die haben Elite ja. 2. Elite 2 ist wurscht, das greift den Greyguard an. Das ist mir egal. Ja. Nein, René, du hast recht, ein ursprüngliches ist besser, auch Ja. wenn die eine Karte verfällt und Discard Ja, wird. stimmt. Es ist wurscht, ich muss sowieso irgendwann nochmal in nächster Zeit gleich wieder Ja, aber pausieren. du bist jetzt wirklich gut vorbereitet für die nächsten Züge. Ich mache das, was ein guter Magier tut. Zuerst einmal nichts, sondern nur sich boosten. Ja, und dann springst du mitten in den Raum rein und Und sagst, boom. Überraschung. Ja. Da bin ich. Ich hoffe, das geht auch auf. Wart ihr drei wart jetzt dran, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gell? Ja. Ja. Dann müsste jetzt die Kanone dran sein, weil die hat 46 und ich bin Ja. irgendwo in den 7. Die haben Angriff minus 1, Reichweite 5.
Angriff minus 1 bedeutet, sie greifen mit der 2 an. Jo. Mit was greifen sie an? Mit Wert 2. Stimmt, ja. Achso, die machen ja gar nicht so viel Schaden, sehe ich gerade. Die So, halten bewegen viel dürfen sie aus. sich sowieso nicht. Ich glaube, Ich sie habe haben Angst vor denen gehabt. fiese Karten. Sie haben ganz fiese Angriffskarten. Okay, die Kanone 1 hat in Reichweite 4 den Brute und in Reichweite 5 den Crackheart. Ja, sie immobilisieren vor allem, das ist unangenehm. Ja, und der Crackheart steht dann allen im Weg. Nein, der können wirklich nicht ziehen. Ich glaube, sie greifen Crackheart an, wenn ich das Wieso? Wieso richtig greift sehe. sie nicht mich an? Entschuldige, der Ich bin Brute. Also, näher. ja, Die nein, der Brute. Zweier greift den Crackheart an und die Einser greift den Ja, Brute aber an. die Einser greift eben an. Du hast die Rüstung aktiviert, gell? Ja. Ja. Dann ziehen wir zwei Karten. Genau. Drei Schaden. Puh. Ja. Das ist hart. Ich habe nur noch 3 Leben. Ja, das meiste werde ich dir gleich wählen. So, und Wegheilen oder dazu heilen? Naja. jetzt bin ich dran. Die auch 2 Karten. Hast du auch deine Rüstung aktiviert? Ja. Ah, okay. Dann Und. kriegst du keinen Schaden. Echt? Ich muss alles einstecken. Den Marker nimmst du, Jetzt weil noch? du Warte den mal, Marker. ich komme eigentlich, warte mal ein. Ja, passt ja. Ja, den Immobilizer. Ne? Meinst du den hier? Mit dem Pfeil im Fuß. Den. Den habt ihr beide jetzt. Genau, ja. Wo ist denn der nochmal? Wo liegt der? Legt es auf euren Character Sheet einfach drauf. Hm? Das waren jetzt Und. alle, gell? Das sind alle Feinde gewesen, jetzt bin noch ich dran. So. Ich hab zuerst mal bei Reinvigorating Elixir die obere Hälfte. Das ist eine Heilung 3 über eine Reichweite von 3. Wird zu einer Heilung 5 auf Ande, weil ich Danke. meine Potent Potables aktiv habe. Die geben mir plus 2 auf Heilung. Danke. Dann habe ich wieder 8. Okay, eine der vier Nutzungen von Potent Potables ist weg. Und jetzt habe ich Bewegung 4 auf der unteren Hälfte von Inkbomb. Ich überlege mir ordentlich in den Raum hinein, aber Guards mich zu bewegen. Ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, weil die Alternative ist dann hinterm Ande stehen zu bleiben, aber ich möchte schon auch wohl. Ich werde mich nicht bewegen nächste Runde. Nein, es ist so, ich werde sowieso jetzt mit früher Initiative agieren in der nächsten Runde, da möchte ich da sein, wo ich viele Optionen habe. Also ich werde wirklich in den Raum hineingehen und die vier Felder so ziehen. Ach so, nein, ich bin ja der Tinkerer, ich kann sogar, ja, ich könnte mich aufs Wasser auch stellen, wenn ich will. Na, ich bewege mich lieber da, wo der. Da. Ja, ist ein guter Platz. Da habe ich mir letztens auch gedacht. Ich habe eh gerade eine Frage, einmal zum Warte mal, Verstehen. warum willst du dich dorthin stellen? Weil ich sehr früh im nächsten Zug agieren werde, mit früher Initiative. Das heißt, bevor die Monster was machen. Und hier habe ich viele Optionen, Leute irgendwie zu erreichen, anzugreifen. Wenn ich hinten stehe, bin ich einfach weit weg vom Schuss, da muss ich wieder ein Movement machen, um dahin zu kommen. Ich möchte jetzt zwei Befehle nutzen können, mit denen ich was anderes machen kann. Weißt du, was ich meine? Ich habe sowieso gleich mal ganz kurz eine Frage. Wenn ich da stehe, wo der Warte noch Tinkerer. kurz, René. Ich Ja. bin mir, ich wollte nur sagen, ich bin mir eh nicht sicher, ob das geschickt ist. Aber ich glaube schon. Und abgesehen davon, wenn ich einmal Schaden nehme, halt. Das Okay. Problem ist, es könnte sein, Ich dass du mach's mehr einfach, Schaden ja. kriegst als nur einmal an der Ja, wenn Position. die Kanonen vor mir dran sind, dann vielleicht. Ja. Aber das bezweifle ich eigentlich. Also ich habe relativ frühe Initiative jetzt. Okay, René, sorry. Wenn man da steht, wo der Tinkerer steht und man schießt auf die Artillerie 2, ja, wäre der Bandit Guard 1 im Weg, also
auf der Flugbahn quasi eines Nein, Geschosses. Line of Sight wird nur durch Wände, richtig, durch nichts anderes. Was? Nein, nein, was ich wissen will ist, ich habe einen Angriff, der greift nicht nur das Target an, sondern auch alles, was dazwischen ist. Ja, da kannst du auch Wege, Kurven machen. Du bestimmst die Linie hin. Das muss dann nicht in einer Naja, ich Linie oder weiß was nicht. sein? Also so wie das klingt. Warte mal, was steht da? On the path to the primary target. Ja, genau. Also die Karte habe ich irgendwo in einem Video, das ich mir angeschaut habe, von dem Spiel schon gesehen. Ich meine, Und, oder in einer Kür. path to the primary target wäre Du wählst den Pfad. so quasi. Und Nein. ich meine, da ist er durch, Nein, oder wie? nein. Das ist Pfad ist was definitiv. Du anderes. wählst den Pfad, du wählst die Fenster Das durch, die heißt, Felder, wenn durch du die es 4 Felder durchgeht. hast, kannst du sagen 1, 2, 3, 4. Ja, solange du, Ja. genau, solange du einen Gegner reichst, genau Echt das kannst du jetzt? machen, ja? Ja. Ja. Dann ist ja die Karte noch cooler. Du Ja, kannst aber ich sogar einen nehme an, Haken. Grad dazwischen sein. sie ist verloren, nachdem du Du sie kannst gesehen sogar hast, einen ja. Haken schlagen. Ja. Ja, das hätte ich da eh gemeint. Ja, Also aber du es ist könntest von der definitiv so. Position 1, 2, 3, 4 machen. Das ist ja cool. Weil die machen Haben wir noch relativ schön Schaden. zwei Natur? Achso, naja, Hat jemand nachdem wir Natur Dings. oder irgendwas verbraucht in diesem Zug Nein, eigentlich? wir müssten Nein. jetzt bei beiden auf 1 sein. Na warte, So. die Runde wird jetzt nämlich abgeschlossen. Ja, deswegen meine ich ja, wir müssten jetzt beide auf 1 geben, auf Ja, die sie Waning. können eins runter. So, Monster-Decks gehören diesmal keine gemischt. Tag-Decks glaube ich auch Finde keine. ich Es hat okay, weil niemand die Monster haben einen eh Bei oder relativ einen viele Parzer Plus gezogen, gezogen. diese Runde. Ja, das ist wahrscheinlich gut. Sag's einmal. Also ich muss ja jetzt stehen bleiben, wo ich bin. Beide Bomben habe ich in Reichweite. Der eine hat ja nur noch ein Leben. Die Elite 2. Kann die jemand von euch ausschalten? Ich muss meine Karten noch anschauen, aber wie gesagt, ich werde früh ziehen und wenn ich, aber das Problem ist, so Reichweite 4 ist schon sehr hoch. Wenn ich was finde, was die Reichweite hat, werde ich versuchen, die früh zu. Ich muss aber meine Karten erst durchschauen. Also ich würde eine Bombe werfen und wäre froh. Ja, kann man dann immer noch entscheiden. Auf eine der beiden werfe ich. Aber eine Bombe nur wegen einem Leben auf eine Artillerie Nein, zu wegen werfen, einem scheint Leben mir darf das recht Ding nicht schießen. verschwenderisch. Ja, aber ich will auch nicht von beiden was abbekommen. Wie auch immer. Ich sag's jetzt mal so, bei der oberen wirst du nichts abbekommen. Die obere ist die hier. Ja, entschuldige, ja. Okay. Diese wirst du Ja. nichts abbekommen. Entschuldige. Okay, alles klar. Dann kenne Du ich musst mich dir keine Sorgen aus. machen. Danke. Das Problem ist, ich will zwar relativ früh dran sein, aber ich bin mir nicht sicher, hier steht es mir da alle ein bisschen im Weg jetzt. Wie viele Lebenspunkte hat denn die Einser Guard noch? 6? Ja. Okay, das passt dann eh, wenn ich die angreife. Kann mir jemand sagen, was Pierce bedeutet? Das heißt, dass du so viel Schild ignorierst, wie bei Pierce dabei steht. Das ist nur dann Cool. relevant, wenn ein Gegner Schild hat. Ja. War nicht Pierce durch einen Durchschlagen? Das heißt Ja. wortwörtlich. Durchdringen heißt wortwörtlich, aber Man es durchdringt ignoriert die das Schild. Rüstung. Man Ah, okay. ignoriert ihn, Okay. ja. Achso, das gehört ja noch weggeräumt. Andi, du hast noch Schaden, gell? Wie, ich habe noch Schaden. Was meinst du? Deine Lebensenergie ist nicht auf Maximum. Nein, ich habe noch Schaden, ja.